Ja, Leute, willkommen zurück. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten zum nächsten Part. Hallo, lieber Flo. Hi. Ja, wir haben gerade so ein bisschen unseren Überblick verschafft, was eigentlich so im letzten Part abgegangen ist. Bei mir ist ja momentan zum Glück endlich mal ruhig, nachdem ich, glaube ich, bis auf mit dir, mit allen anderen Skandinaviern schon im Krieg war. Also zumindest mit Norwegen und Dänemark. Das heißt, wir werden jetzt mal hier in Kalmar ein bisschen ausbauen. Und irgendwo hier, glaube ich, habe ich noch Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Ja, ja, was sind deine Pläne? Ich gehe mal auf Play. Ich weiß noch nicht, wohin ich mich auslehnen soll, ob ich nicht irgendwann einmal Norwegen angreife. Ja, wir könnten uns sonst irgendwie so einen gemeinsamen Feind nehmen, dass wir schauen. Ich meine, Dänemark wäre sonst auch eine Möglichkeit, dass du Aarhus und so, dass du das, was. Ja. Naja, die sind verwandt mit mir. Da habe ich schon, glaube ich, Ja, zwei Söhne mit denen. es gibt in jeder guten Familie Streits. Und ich glaube, dann wird Norwegen das. Ich denke mir halt, die Verwandtschaft wird eher mit mir mitziehen gegen Norwegen, als Norwegen mir helfen wird gegen Dänemark. Das stimmt natürlich, ja. Ja, und wenn wir theoretisch alle zusammenhelfen, also Dänemark und ich auch noch, könnten wir das schon schaffen, ja. Genau. Ich habe Warte, gerade ich Docks gebaut. hier. Könnt ihr noch was dazu bauen? Bin ich hier voll? Nein, Und dann hier bauen habe wir ich als noch. nächstes noch das Lagerhaus. Genau. Dann sieht es da auch ganz gut aus. Ich genieße das Hey. jetzt einfach mal ein bisschen, dass es da gerade ein bisschen ruhiger wird und muss echt schauen, dass ich in Visby schön langsam aber sicher die Zufriedenheit in den Griff kriege. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung wo, aber okay. Ah, es ist schon wieder eine Rebellion aufgetaucht dort. Dann mache ich da noch öffentliche Bäder. Das ist doch super dann. Mich greifen da jetzt gerade die Rebellen an. Das ist diese nervige Rebellenarmee. Ich werde da drüben jetzt vielleicht noch. Ach so! In Linköping habe ich keine Militärgebäude. Großartig. Das heißt, ich müsste nach Kalmar. Was habe ich in Kalmar? Mineralienhandel. Na ja gut, ich meine, das schaffen wir so auch. Ich warte einfach noch ein bisschen, bis das weiter runter geht bei denen. Aber ich werde dann sowieso noch eine Armee brauchen. Schwierig, ich Haben gehe mal mit schlecht der da Bahn, die rauf. Verbesserung, oder? Ja, schätze ich auch. Und mit ihm Schulen, runter. Bibliotheken. Nicht beides. Schulen und Bibliotheken machst du? Ja, das kann ich als Religion nächste Verbesserung and machen. Culture. Cool. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Was ist da los? Die Bewohner Hallands sind wütend. Das bist du. Wo denn? Ja, weil ich gerade durch dein Hörst du auch? Revier quasi gehe. Aber sind wir jetzt nicht eh verbündet? Ja, eh, aber es steht wahrscheinlich trotzdem als Nachricht da. Na, bei uns steht gar nichts. Vielleicht sind wir auch gar nichts. Ich habe nur Freunde Norwegen. Großartig. Das sind die, die du angreifen willst, oder? Ja, Sollten wir wir jetzt für. sollten mal Sire, verbünden. Ah we ja, weil have dein to Ding gestorben ist, locate kann and das sein? upgrade. Mein Ding ist gestorben, ja. Dein König. Das passiert bei alten Dingern so. Ist gar nicht wieder nicht angriffsbar. Ablehnen. So, sehr gut. Boah, die sind jetzt einfach richtig pisst. Ich könnte jetzt einfach ausbrechen. Bedingungen sind nicht erfüllt. Wieso? Erfordert Mineralien. Ich habe doch Mineralien. Oder muss ich hier noch ein Mineralien-Ding bauen? Ach, das ist doch. Doch verarsche. Ah, die verlieren da auch keinen Unterhalt. Ja, dann gehen wir darüber. I am ready. So, ich gehe We'll catch you off guard. wieder mal Rebellen bekämpfen. Der ist jetzt da unten. Wie schaut's denn aus? Rebellen bekämpfen immer eine gute Idee. Ja, eh. Ich gehe hier einfach Bedingungen mal sind ein da bisschen überall was. nicht erfüllt. Ja, Königreich da brauche ich mal eine zerstört. Schule. Wolhyniens. Glaube ich nicht so schlecht. Gelegenheit für den Kleriker. More troops have Zu come to teuer. aid in our battle. Nach Konstantinopel. Nee, zur Gelegenheit vergessen. So, wo sind denn meine? Das sind meine. Gibt es irgendwelche Waren, Öle und Kräuter? Bring Wo us ist der some eigentlich? support. Mit Norwegen. Da gibt es auch noch einen anderen. Ja. Kalkstein Rosinen, der ist None zwar in shall enter these walls. Governors Halland in Polen. Was was wollte ich mit in Polen Kalkstein? haben? In Polen wollte ich auch irgendwas handeln, weil Ja. Polen irgendwas hat für mich. Frage ist was? Gute Frage. Bring us some support.
Truppen machen sie kampfbereit und jetzt steht, wir gewinnen deutlich. Salz haben die mal nicht. Salz hat Deutschland. Okay. Also ich kann auch Salz brauchen, stimmt, ja. Eisen hat aber Polen. Aber vielleicht produzieren sie es nicht. Ah, ist vielleicht das. Was denn? Wenn es nur grün kariert ist oder strichliert, das heißt, sie haben es, aber bauen es nicht ab. Und wenn es komplett grün ist, dass sie sowohl haben als auch abbauen. Das könnte sein. Das könnte das gut sein, ne? Machen. Das heißt, es baut noch keiner Eisen ab. Das heißt, ich kann da mal scheißen gehen. Wie man so schön sagt. Warte kurz. Ich hab gerade die Rebellen hier bekämpft. So. Okay. So. Jetzt bin ich wieder halbwegs bei dir. Das heißt, aber bei Salz könnten wir aufeinander mit Deutschland kommen. Okay, dann vergiss das in Polen. Dann geh woanders hin. So schön, Flo, Selbstgespräche. Ja, ja. Das vergiss das. Ich muss mir das selber sagen, damit ich es nicht vergesse, weißt du? We've received a letter from the Pope. Finanzierung des Kreuzzuges lehnen wir natürlich ab. Und jetzt schauen wir das mal in Kalmar. Das nächste bauen, das ist das Lagerhaus. Damit haben wir plus zwei Handel noch. Und dann könnten wir später, also später brauchen wir noch Salz für die Fischmärkte. Ich habe gerade einen diplomatischen Brief bekommen und irgendwie weggedrückt. Wird schon nichts Schlimmes sein. Ich kann aber mit Deutschland nicht. Warum nicht? Muss ich mit Deutschland erst eine Beziehung machen? Wahrscheinlich. So, Deutschland. Ja, ein bisschen zum Kaffee trinken ausführen. Anbieten, Handelsabkommen gilt nicht. Warum nicht? Meine Meinung geändert, wir fordern ein Handelsabkommen, geht auch nicht. Was ist da los, ha? Okay, mit denen kann ich keinen Handel treiben noch. Apropos gut, dass du sagst, ich kann noch ein Handels... Was ist mit Dings machen. Bremen? Ah ja, mit Bremen kann ich dann gehen nach Bremen. Der handelt mit Livland, der handelt mit Halland, dann nehmen wir einen neuen Kaufmann dann, also 800 kostet der. Ich hab einen. Polen, Dänemark. Okay, dann gehen wir nach Dänemark. Ich lasse jetzt mal meinen Diplomaten ein bisschen die Beziehungen verbessern. Glaubst du, geht dadurch auch die öffentliche Ordnung rauf? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch ein bisschen rebellische Bevölkerung. Achso, und das sind auch Heiden. Ist das schwierig? Könnten theoretisch. Weil nicht ein Da ist ein Kleriker, stimmt. Predigt den Katholizismus. Das kostet 1900 und 120 Unterhalt. Das könnte man machen. Sollte durch die Gegend reisen und gute Dinge machen und die. Um die Zufriedenheit ein bisschen zu erhöhen. Das könnte vielleicht auch hier helfen. So. Wer, hast du jetzt rausgefunden, wer Salz anbaut? Angebot aus Sarema. Ah, der ist in Bremen. Ah, der ist in Bremen, okay. Von Sarema. Selbst uns wollen so vielen König, den Bern nicht mit haben. Eine kleine Spende für Spende von 3000 Gold. Hast du so viel? Ja, anscheinend. So ist es. Im Moment 404 plus. Boah. Kannst du mal reinschauen, was bei dir so viel plus macht momentan? Ist es der Handel oder deine Provinzen? Ja, Handel 316. Okay, Königliche Länder 175. Da bin ich nur bei 135, also ich muss den Handel massiv rauftreiben, ja. Aber jetzt nehmen wir eh noch einen Kaufmann. Den werden wir handeln lassen mit... Boah, das bringt alles fast nichts. Ich werde, glaube ich, mit Dänemark handeln, auch wenn mir Norwegen mehr einbringen würde. Aber wenn wir gegen Norwegen dann Krieg führen wollen, ist blöd. Wobei ich wahrscheinlich früher oder später gegen Dänemark Krieg führen werde. Weil ich kann mich sonst in keine andere Richtung ausdehnen. Ich meine, da drüben haben wir ja gesehen, diese eine Insel Ahrensburg. Richtig. Das wäre eine ganz gute Möglichkeit. Die haben mehrere Freunde und Verbündete. Das wird schwierig. Ich sollte mal hier. Lindau. Ja, die sind alle irgendwie miteinander verbündet. So. Handel ausweiten. Sehr, sehr gerne.
Bücher haben wir auch noch ein bisschen. Hm, was macht man da? You've made the right decision, Sire. Das bringt mir halt alles nichts, wenn die alle keine Produkte herstellen und ich deswegen nichts importieren kann. Ich kann Öle und Kräuter importieren. How may I serve you? Ja. My calculations were precise. Ja, das war's. Na, super. Weil es im Moment noch niemand produziert. Gut, ja, dann muss ich halt einfach noch ein Ding aufmachen. Das kostet mich aber 4000. Bei mir geht es jetzt auch endlich bergauf. Jetzt habe ich 211, weil ich einen Handel ein bisschen ausgebaut habe. Das ist halt echt witzig, wenn man so am Anfang von der Kampagne denkt, da warst du ein bisschen hinten nach, weil du sehr viel gebaut hast, glaube ich, und ich habe schnell expandiert und du hast das dann aber durch dieses frühe Bauen rasch aufgeholt und mich überholt, gell? Yep. Also, vor allem du hast früh die Ressourcen, die du in deiner Region hast, genutzt, gell? Ja, ich bin sofort auf die Ressourcen gegangen, die ich, weil ich habe brauche. Ich habe jetzt zum Beispiel Bernstein theoretisch in Malmö, baue das aber noch immer nicht ab. Das ist eigentlich voll blöd. Überleg gerade das. Da produzieren wir die Fässer, da haben wir den Marktplatz. Es ist schwierig. Ich glaube fast, dass ich aufs Stadterweitern sparen werde. Das kostet mich 4000, der nächste Stadtplatz. Hast du deine Städte schon weiter ausgebaut als einmal? Nein, da spare ich gerade drin. Aber das ist schön teuer, gell? Ich kann ein Königreich infiltrieren. Ich gehe mal rüber und schaue für dich, was denn bei dieser Insel Ahrensburg. Aha, ja. Also was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass die anscheinend auch ein paar Rebellen haben. Sarema, da haben sie. Jetzt komischerweise, wenn ich das anklicke, poppt das mit der Zeit immer wieder weg. Ich infiltriere das mal ein bisschen, um zu schauen. Okay. Das wäre auf jeden Fall interessant. Weil sonst wäre theoretisch, es gäbe noch Königsberg, das ist Preußen, aber die haben auch Verbündete und Freunde. Mhm. Das wäre auch so kleine Region. Wismar. Die haben nur Freunde. Man kann immer schauen, mit wem sie so verbündet sind, mit wem sie befreundet sind. Weil das könnte halt heftig werden, wenn sie starke Freunde haben. Ja, momentan haben sie jetzt wieder keine Verbündeten, die hatten sie vorhin noch. Semgarn, okay. Litauen und Livland steht bei Ahrensburg, also bei Sarema. Okay. Ich meine, was ich vielleicht gar nicht so schlecht finde, ist, wenn ich die Dänen leben lasse, weil ich glaube, die sind so ein ganz netter Puffer Richtung Deutschland runter. Ja. Norwegen interessiert mich halt irgendwie, aber ich weiß nicht, wie die denen da mitspielen. Angebot aus Bremen. Nicht-Angriffspakt für 2200 abgelehnt. So, das heißt, ich muss hier ein Mineralien machen, damit ich Mineralien produziere. Das ist so lustig, weil ich würde gern so etwas bauen, eine Erweiterung. Ja? Da steht, erfordert Mineralien, die ich habe, aber die Bedingungen sind anscheinend nicht erfüllt, weil sie die Mineralien woanders abgebaut werden und nicht hier in dieser Stadt. Also das hätte ich mir gedacht, dass das wurscht ist. Schräg. Also da hätte ich mir echt gedacht, dass das dann egal ist. Dachte ich auch. Solange das in deinem Reich ist quasi. Okay. 2600 haben wir ja. Ich warte echt noch. Entweder. Achso, Lagerhaus haben wir schon. Ja, ich glaube, ich werde wirklich auf diesen weiteren Bauplatz in Malmö sparen. Ich probiere das mit dem Mineralienhandel. Ich kann ja noch immer abreißen. Ja, eh. 1400 ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich muss schon langsam den Kardinal dort rüber schicken. Dass er da jetzt mal unseren Glauben verbreitet. Das kostet zwar sau viel Geld. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt mal durchziehen. Sonst wird das mit Visby da nichts. Religiöse Spannungen. Korinth wurde von Ungarn vernichtet.
Okay. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Alles klar, alles klar, alles klar. Das ist gut. So, predigt den Katholizismus. 2100 kostet das. Holy shit. Aber ich mach das jetzt. War es die Erweiterung? Nein, ich habe jetzt in Visby den Katholizismus prägen lassen, weil ich habe dort immer Unruhen. Aber das hilft, glaube ich. Ja, es kostet 2000, dann kostet es 120 Unterhalt und alle 1000 Bücher sind weg. Alle 1000 Frömmigkeit. Ja. Es ist heftig. Das hatte ich auch. Eine neue Provinz ist loyal. Falun. Okay. Cool. Ah ja. Okay. So, der kann auch ein bisschen. Eiserne Faust. Die eiserne Faust. Ja, ich werde hier ein bisschen. Also ich habe, glaube ich. Habe ich sonst alle? Da habe ich 5 von 5 Eigenschaften. Werde ich hier ein bisschen hoch. Okay, der hat auch noch keine, der hat alle. Und der hat 4, dem fehlt auch noch eins. Das Geld haben wir nicht. So. Erfolgschance von 80%, dass das klappt, schauen wir mal. The clergy applauds our recent actions. Meinung des Klerus verbessert, das ist schon mal gut, die mögen uns ja nicht. Ah ja, jetzt kann ich es machen. Okay, das muss also dort produziert werden. Wo habe ich denn jetzt noch Mineralienhandel? Den kann ich dann wegtun. Also jetzt hat's geklappt. Ah, ja? Ich hatte nirgendwo anders Mineralienhandel anscheinend. Vielleicht. Kann sein, dass du den einfach nur von mir importiert hast? Nein, es kann sein, dass ich den abgerissen habe irgendwo, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen gebaut habe, aber... Ah, okay. Das kann auch sein. Bernsteinbar, ne. Okay. Aber hätte der auch Mineralien? Dänemark hat gerade einen Verteidigungspakt gegen mich gegründet. Auch spannend. Moment, ich muss was schauen. Wo sieht man, was man... Ah, da unten. Bernstein. Bernstein. Alter. Norwegen, Dänemark und Mecklenburg sind in einem Verteidigungsbündnis jetzt gegen mich. Also die kann ich jetzt mal nicht angreifen. Ja, das ist natürlich... Salpeter, okay, hat der Mineralien? Der hätte Mineralien. Ich glaube, ich mach's bei dem. Sehr gut, gefällt mir. Das ist schade, Mecklenburg wäre sehr interessant gewesen. Mecklenburg hat 25 Arbeiter in der Stadt. Was ist denn das für eine Riesensiedlung? Malmö hat 17. Was ist denn dein? 21 hat Linköping, okay, das ist auch nicht so klein. Stockholm hat 20 bei dir, okay. So, ich werde dann hier das aufmachen. Habe ich noch nicht? Ach komm, 100. Ich werde, glaube ich, noch ein bisschen was anheuern. So. Für den Fall, dass die uns da angreifen. Jetzt komme ich irgendwie echt nicht dazu, dass ich das Geld zusammenkriege, um diesen Bauplatz da auszubauen. Klerus ist der Einzige, der bei mir nicht ganz glücklich ist mit mir, aber ich muss auch ehrlich sagen. Ja? Es hat einen Grund. Wieso? Naja, weil ich alle Gelegenheiten hier irgendwie den Klerus zu besänftigen oder so ablehne, beziehungsweise dem Papst auch nichts gebe. Man kriegt auch recht viel Anfragen, was den Klerus angeht, gell? Von anderen kriegt man nicht so viel. Ich habe -4 mittlerweile bei meinem Klerus. Boah, okay. Ja, -1, also bei mir ist das auch das Schlechteste. Dafür habe ich Meinung Armee +10 und Meinung Kaufleute auch +10 und Meinung Adel +9, also. Hast du Bauern auch nicht wirklich gut? +3. Okay, da habe ich 0 nämlich, voll schräg. Weiß noch nicht, wie ich die raufkriege, ich habe eh schon ein Bordell gebaut. Ja, genau, solche Dinge, glaube ich, kriegst du rauf und ich glaube auch, alle Bevölkerungsbauten sind, glaube ich, nicht so schlecht. Da habe ich auch schon überall eigentlich. Ja, geht gerade nicht. Tränkeschmiede beginnen. Ah nein, Gelegenheit vergessen, geht noch nicht. Doch, das gilt dafür leider. So. Oder leider, Gott sei Dank. Dreh mal das Tempo auf 2 rauf, gell? Danke. Da habe ich auch schon 400. Kann ich.
Yes, Provinz konvertiert. Meinung des Klerus verbessert. Das heißt, die rebellische Bevölkerung ist auch weg. Gut, das heißt, wir machen wieder ordentlich Geld plus. Das ist sehr schön. Und damit warte ich jetzt, bis wir uns das in Malmö leisten können, das zusätzliche Gebäude. 4000. Wann beginnt Bremen endlich mein Eis bzw. mein Salz zu produzieren? Produzieren tun sie es ja schon, oder? Also liefern, meinst du? Anscheinend nicht. Hm? Sie haben nur das Vorkommen dort, aber sie produzieren es noch nicht. Ach so, okay, das ist ja richtig bitter. Mhm. Solange sie nicht produzieren, kann ich nichts importieren. Und sonst gibt es nichts in der Nähe, was Salz angeht? Es ist doch Deutschland, mit Deutschland kann ich nicht handeln, weil, warum auch immer. Ja, sonst greifen halt Bremen an. Wenn wir es brauchen. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern. Wir haben ja nicht... Öle. Okay, dann soll er mal schauen. Wir haben Konstruktion nicht abgeschlossen. Angriffspakt mit Dänemark. Wir haben ein Handelsabkommen mit Dänemark und trotzdem tun sie so blöd. Doch, Öle. Öle wäre super. Öle bräuchte ich sogar. Öle bräuchte ich wirklich. Dann könnte ich eine Meisterschreinerei bauen und das wird wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Geld bringen. Mhm. Ich weiß nicht, wo... Habe ich alles da? Bernstein. Yes, das heißt, ich importiere jetzt Öle mit einem guten Rabatt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Bernstein brauchst du nicht, oder? Nein. Weil das werde ich jetzt dann beginnen abzubauen. Our treasury, my lord. Habe ich selber Bernstein. Ah, eh, okay. Bringt das überhaupt groß was? Ich hätte noch Flachsfelder. Braucht man nicht Flachs auch für irgendwas? Das sollte man vielleicht nachschauen. Ich habe jetzt einen zusätzlichen Bauplatz und könnte jetzt auch... Ich gehe vom Tempo kurz runter. Aber Eisen kannst du nicht produzieren, oder? Nee. Also mit dem Bernsteinhandel kann ich einfach Bernstein produzieren. Da gibt es auch keine weiteren Verbesserungen. Flachsanbau... Produziert dann die Waren Öle, Leinen und später Leinwände und Seile. Ja, Leinen könnte ich auch brauchen. Ja, ich überlege auch gerade, ob das nicht sinnvoller ist als der Bernsteinhandel. Weil da produziere ich dann gleich mal zwei Waren, eventuell dann sogar noch später noch mehr. Ein Flachsweber brauche ich. Ja, ich glaube, ich mache das. Ich gehe in Richtung Flachsanbau, weil Bernstein habe ich in einer anderen Region auch noch. Mhm. Dann machen wir hier Flachsen. Ich habe gleich Glas, produziere gleich Glas und bald produziere ich auch Möbel. Oh, sehr schön. In Linköping habe ich, glaube ich, noch Bernstein, ja. Habe ich in Visby irgendwas? Piraten. Hier. Gelegenheit für den Kleriker Frieden arrangieren. Also der Krieg von Ungarn ist mir ja sowas von egal. Nix gegen die Ungarn. Warum denn, Philipp? Greif doch mal ein mit dem Kleriker. Ja. So, Glas wird produziert. Sehr schön. Wir werden uns jetzt einfach voll in Richtung Handel positionieren, oder? Wir werden schauen, dass ich mach 500 plus. Ja, Alter. Ja. Obwohl ich zwei volle Armeen habe. Aber was baust du jetzt alles ab? Oder wie kommst du auf diese Summe? Also du hast Pferde und Rinder, oder? Ich habe Pferde, Rinder, ich habe eine Holzverarbeitung, ich habe Bernstein, ich habe Mineralien, okay. Ich habe Salpeter. Ja. Okay. Das... Aber durch Pferdezucht, durch die Rinderzucht und die Holzverarbeitung, die ich jetzt schon, Holzverarbeitung habe ich dann komplett ausgebaut. Ah, die habe ich noch nicht ausgebaut. Produziere ich halt sowas wie Fässer, Teer, Glas, Möbel, Bauholz, das produziert halt, und Kohle, das produziert halt wahnsinnig viel. Das mit den Möbeln braucht Öle, das heißt, du hast Öle, oder?
Ich habe Öl importiert. Ja, aber, okay. Weil, könntest du dir dann von mir importieren? Weil ich mache dann bald Öle. Ach so, das kann ich auch machen. Weil, ja. Ich zahle halt nur relativ wenig, weil mein Kaufmann da anscheinend einen guten Deal ausgearbeitet hat. Ja, das... Die kosten einen Unterhalt von 13 Gold. Ich mache gute Preis, okay? Du machst gute Preis? Ich mache gute Preis. Wie der Schwede so sagen würde. Was bin ich eigentlich? Ich bin schon Schwede. Ja. Ich könnte einen Aufstand in Saaremaa provozieren mit meinem Spion. Ja, wenn dir langweilig ist. Ich muss nachdenken. Und nie wieder geantwortet. Ja. Was ich wirklich bräuchte, wären Salz, aber Salz baut auch keiner an noch. Ja, das ist halt wirklich ärgerlich, wenn da jemand auf dem Vorkommen sitzt und nichts draus macht. Ja, das ist, keine Ahnung, echt ärgerlich. Und Eisen bräuchte ich auch. Salz und Eisen sind gerade meine. Weil, soweit ich das richtig gesehen habe, mit den Wagen. Genau, ist da quasi der Strichlierte, schätze ich mal, das, was die Leute. Achso, das zeige ich vielleicht auch mal kurz den Zuschauern. Da mal Waren. Das heißt, ich klicke jetzt eine Ware an rechts, oder? Irgendwas, was mir gefällt. Genau, das, was schon aufleuchtet, ist quasi das, was du zum entweder Beispiel importierst, wenn eine Münze links oben ist. Okay, ja. Oder das, was du selber produzierst, ist eben nicht grau hinterlegt, sondern halt bunt. Und wenn du jetzt auf eine Ware drauf gehst, siehst du es einmal strichliert. Mhm. Überall die Länder, die es haben. Kannst auch rauszoomen voll. Ja, sehe ich gerade. Aber jetzt zum Beispiel Goldbahn sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwer produzieren würde. Aber ja, wenn ich zum Beispiel auf Eisen gehe, nein, was war das bei Salz? Salz hatte jemand produziert in Deutschland, anscheinend jetzt nicht mehr. Ah. Aber das eingenommen worden ist von Ungarn. Nürnberg, glaube ich, hat es mal produziert und Ungarn hat das irgendwie eingenommen von Deutschland. Okay, aber ja, weil beim Gold ist es auch so. Also Goldbahn sehe ich da einige, aber niemanden, der es produziert. Bei Fleisch zum Beispiel sehe ich welche, wenn du auf Fleisch klickst zum Beispiel, dann siehst du welche, die komplett grün sind und welche nur strichliert. Wo ist ein Fleisch ungefähr? Welche Richtung? In der dritten Zeile, zweite von links. Ah, danke. Ah ja, genau. Okay, das Grüne. Und das Strichlierte, also, glaube ich, heißt, dass sie es hätten, aber nicht produzieren. Mhm. Und das Grüne, glaube ich, wenn es komplett grün ausgemalt ist, dass sie es auch produzieren. Wir können ganz einfach nachschauen, wenn du jetzt auf Bernstein gehst oder sowas, müsste bei mir sein, dass es strichliert ist. Genau, beziehungsweise rechts oben ist es bei dir fertig, oder? Ist es schon? Echt? In Stockholm. Ah, das bin ich. Ah. Okay. Ja, bei dir ist es strichliert, aber... Genau. Ja. Okay, ja, dann wissen wir das auch. Das ist gar nicht so unpraktisch zu wissen. Das Problem ist, wenn an Eisen so viele haben und keiner produziert ist und dasselbe mit Salz, kann ich halt gewisse Dinge nicht ausbauen und das ärgert mich. Ja, dann musst du halt wirklich diese militärischen Ziele in die Richtung auswählen. Nur ist das halt weg, da muss ich halt wirklich die Finnen angreifen. Ja, oder die Deutschen. Also Bremen. Bremen, richtig. Weil Bremen ist jetzt nur nicht so groß, das sind drei Regionen und das ist nicht so weit von uns entfernt. Freunde von Bremen sind halt England, Friesland, Holland, Deutschland und Frankreich. Okay, forget it. Und verbündet Luxemburg. Das wird halt schwierig. Bei den Finnen ist es eher, das sind die einzigen Freunde, ja, die da hinten. Die da hinten. Es wäre so geil, wenn das da stehen wird. Kiew. Ja, Wladimir Sustal. Bei den Finnen könnte ich dir sonst vielleicht auch helfen. Weil das sind ja nur zwei Regionen, da greift jeder eine an und dann haben wir es eigentlich schon, oder? Oder gehört das auch noch zu den Finnen? Ah, okay, das da unten gehört auch noch zu den Finnen. Drei gehört zu den Finnen. Vier. Ich sehe nur drei. Vier? Hapsalu unter Reval. Fünf. Narva gehört auch noch zu ihnen. 2, 3, 4, 5. Ja, genau, aber das ist nur dieses Eck. Ja, es ist halt die Frage. Bedrohungen haben sie halt durch Livland, durch Kiew und Karelien. Welche dieser Städte brauchst du? Brauchen würde ich das Turku, das erste an unserer Küste. Ah, das wäre dann eh nicht so verkehrt, weil das wäre dann nicht so weit entfernt und dann. Weil wenn du irgendwie Ahrensburg in Schach hältst, kann ich sie angreifen, weil das sind halt auch Verbündete. Mhm. Ich habe voll den Bug, jedes Mal, wenn ich Ahrensburg angehe, schließt sich bei mir von selbst wieder. Hast du das auch? Habe ich jetzt nicht geschaut. Das ist nur bei Ahrensburg. Okay.
Wenn ich eine andere Stadt anklicke, bleibt das Fenster offen, aber dort nicht. Okay. Ganz schräg. So, ich produziere jetzt mittlerweile Öl und Flachs gleich. Also Leinen, Entschuldigung. Okay. Dann werde ich noch Leinwände und Seile produzieren, dann ist voll ausgebaut. Achso, Teer bräuchte ich. Wo kriege ich? So, ich Kräuter und Öle. Wo kriege ich Teer her? Karelien. Danke. Okay. An upgrade has been completed, my lord. So, ich muss da gerade alles. Gibt es da eine einfachere Möglichkeit, das zu suchen? Oder muss ich da alles durchgehen? Das ist Teer. Da ist Teer. Ah. Ich könnte theoretisch Teer produzieren. Wieso das? Produziert in Teergruben. Das gehört zur Holzverarbeitung. Ach so. Entschuldigung. Produziert Teer. Voraussetzung Brennöfen. Brennöfen produziert Waren Kohle. Okay, das kann ich auch bauen. Perfekt, das mache ich auch noch. Ich glaube, ich mache eine Schiffswerft. Sehr schön. Läuft. Oder eine Admiralität. Ich glaube, ich mache eine Schiffswerft. Ja, sieht gut aus. Schiffswerft geht eh so. Sehr gut. Man muss diese ruhigen Zeiten wirklich nutzen, gell? Um so richtig schön auszubauen. Ja, wenn ich kriege jetzt schon fast 700 Gold, das ist halt absurd. Also ja, man kann halt so viel aufbauen. Das ist heftig. Ja gut, dann werden wir da jetzt den Cut machen und ja. Sehen uns dann im nächsten Part gleich wieder. Ciao, ciao.